Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Burago und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind doch mit Larry unterwegs. Der fliegt uns hier gerade irgendwo hin. Ich habe keinen Plan. Okay. Aber verlassen den Helikopter. Fahrzeug verlassen. Ich rücke vor. Okay. Viele kleine rote böse Buben. So einer weniger. Schön geschossen. Ja, alles geklärt. Kurz nachgeladen. Schön, dass der auf Zeit damit ankam. Ja, plündern wir den Freund hier mal. Gott, der Sprung über den Zaun hier. Warten auf Larry. Larry landet. Okay, Larry ist gelandet, der Larry. Die Kreise des Helden ist die Reise des Helden ist abgeschlossen. Okay, schön, dass du Hubschrauber hast. Wie machst du denn da, Larry? Warum duckt er sich? Ah, weil da drüben wieder Action ist. Da hat aber jemand Spaß. Unterwegs. Ich brauche deine Hilfe nicht. Aber sie wäre mir sehr recht. Ich werde sie überraschen. Okay, da überraschst du den da. Ich glaube, der Larry wird auch nicht so schnell verschwinden. Aber wieder ein bisschen zu langsam. Oh, der ist gedown. Okay. Da ist es ein bisschen hinüber. Da, noch eine, da liegt noch eine Geißel. So. Oh, ich habe gerade wieder mal die Kanone verwechselt. Wie ich das hasse. Ach, hier liegt es noch rum. Oh, wir bei dir mal unsere ersten Flugzeuge runterholen. Okay, hier aufstehen mit dir, die rumliegen. Der hast mir den Arsch gerettet. So, der landet erstmal. Genau, der ist gelandet. So, die Geisel haben wir ja befreit. Irgendjemand passt auf mich auf. Ja, ich, ganz einfach. Also die Geisel hat man ja eigentlich befreit. Nur mal so fürs Protokoll. Die wurden danach erschossen. Okay, cooles Auto. So. Hier haben wir noch ein Cashle zum Looten. Also technisch voll. Tür ist offen. Okay, der Larry ist hier drin. Willst du was zu Phase 2 hören? Okay, ich bereue es jetzt schon. Phasos, numero dos. Dur. Jetzt wird die Sache interessant. Jetzt strafe ich alle Lügen, die an mir gezweifelt haben. Okay, ich befürchte es. Wenn wir Phase 3 gemeinsam erreichen wollen, dann musst du die Wahrheit mit eigenen Augen sehen. Du musst erkennen, dass die schon längst hier sind. Unter dem Radar. Kundschafter, die uns studieren. Okay. Und uns einschätzen für den unvermeidlichen Showdown. Wenn wir sie jetzt nicht aufhalten, ist die Menschheit Geschichte. So einfach ist das. Zum Glück haben wir ja Larry. Wir müssen sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Nur du kannst uns retten. Waren das genug Klischees, um dich zu überzeugen? Okay, wir sind der Messias. Geh nach Westen zum Kornkreis und sammle Proben der Außerirdischen. Du kannst sie nicht verfehlen. Sie leuchten nachts und das Brummen macht die Tiere verrückt. Wird nicht lange dauern, bis es uns auch noch verrückt macht. Alle klar. Ja, ja. Oh,
ein Tresor. Schloss knacken. Wird dem Level ja nicht stören. 250 eingesammelt. So. Wir werden mal eine Map, was wir hier direkt in der Nähe zu tun haben. Weil hier, so weit wollen wir ja auch wieder nicht reisen. Haben wir direkt eigentlich hier was in der Nähe zu erledigen an Sidequests. Ja, gefährliche Begegnung. Das wäre Larry. Und die Elchnummer. Oh, machen wir doch die Elchnummer. Also zum Glück. Oh. Ich würde sagen, wir machen uns einmal auf dem Weg zu dem Prepper-Versteck. Oder steht auch ein passendes Auto, diesmal Limousine. Oh, rein in das Ding hier. Dem Lehrer wird es bestimmt nicht stören, aber sein Auto klauen. Okay, los, los. Los. Ja, ich mache trotzdem das Radio aus, das stört mich ein bisschen. Und weiter geht's hier. Einmal gehupt, Blinker gesetzt hier. Oh. Super Aktion. Zivil ist gerettet. Okay, warum rennt der weg? Da sind niemand mehr da. Alle weg. Wo sind sie? Das ist soweit. Kann ich mit dir reden? Nee. Na gut, wie weit ist es denn? 400 Meter. Ab ins Auto hier. Dann fahr mal los. Schön, dass du jetzt vorne sitzt. Hast du ja wohl Vertrauen in meine Fahrkünste gesammelt. Auf geht's. Prepper-Versteck. So, den haben wir erwischt. Oh, mein Freund hier. Vorsicht, ich am Steuer, also. Ich sehe kein Puma. Okay, auf was feuerst du, mein Freund? Ach, auf den Freund hier. So, aussteigen. Du brennst ja schon wieder. Wird ja schon wieder grau. So, geht er nämlich auch. Spart nämlich deutlich Aufwand. Bringt doch alles wieder zum Brennen. So, komm, wir wollen ja hin zu dem Prepper-Versteck und gucken, ob wir da reinkommen. Vielleicht können wir da auch das Rätsel lösen. Wo bin ich? Ah, da drüben ist eins. Da wollen wir doch hin. Warum sagt mir das keiner? Okay, hat jemand seine Wäsche gemacht? Da ist ein schicker Bus. Rauf da. Wie soll man sich bedenken? Unterwegs sind wir. Deck mich. Die Scheiße. Gut, der nie sich selber um hier. Macht Nickerchen. Plündern mal. So. Wo ist der Licht andere rumgemacht? Hier Nickerchen auch geplündert. So. Rein in den Bus. Okay, können wir was lesen. Prepper notiert, Jack, die Sekte ist endgültig verrückt geworden, also noch verrückter. Lass uns das Zeug in einem großen Rohr verstecken. Ich treffe dich dort. Pass auf die Bären auf. Alles klar. Das Rohr haben wir ja auch schon gefunden. So, und runter hier. Ich rücke vor. Okay. Okay.
Ja, finde ich auch blöd mit dem. Das Einzige, was gut ist, wir haben jetzt keine albernen Animationen mehr zum Aufschnitzen von irgendwelchen Viehzeug hier. Okay, das ist ja ganz. Okay, was war das? Viel Fraß. So, gibt's hier irgendwas Spannendes zu looten? Noch nicht, außer die PUBG-Kelle. Schloss knacken. Das kriegen wir jetzt noch hin. Schloss können wir knacken, haben wir die passende Fähigkeit. Einmal Schloss geknackt. So, auf und Punkte sammeln, Geld sammeln. Ja, mal Jungs, haben wir noch was anderes hier auf Riffer steckt. Ja, haben sie hier. Bisschen Pfeile, Medikamente. Die Frage ist, ist jetzt irgendwas dabei, was wir mit dem wir das Ding füttern können? Nein, ist nichts dabei. Oh, gehen wir kurz mal hier noch lang weiter, da kommen wir wahrscheinlich auf die andere Seite der Straße raus. Ja. So, wieder ein Prepper-Step gewonnen. Leider kann ich die passende Munition gefunden. Ja, schön, dass du hier komisch vorbei gejumpt kommst. So. Sollten wir vielleicht mal hier nach oben gehen hier? Gucken, ob hier jetzt schon wieder jemand wohnt, hier am Lager. Oh! Breakback Mountain, wie es lebt und lebt. Ach doch nicht, sie hat einen Pferdeschwanz. Ich dachte schon was anderes. Ja, das wird sowieso wieder schon wieder Streik mehr einfangen wegen seinem My Girl des. Oh, Medizin sind wir voll. Die Granaten sind wir voll. Ja. Ist. Also. In der Gegend will ich ja alles umbringen. So, haben wir ein schickes Auto. Steigen wir spontan ein. Und gucken wir, wo wir weiter hinfahren. Könnt ihr uns noch zu dem Versteck aufmachen? Verdammt! Würde ich auch vorschlagen. Weiß, ob der wirklich will, dass ich fahre. Nicht weit von hier habe ich meinen ersten Hirsch geschossen. Das ist schön, wenn du Glück hast, überlebst jetzt auch diese Fahrt. Dann kannst du vielleicht auch davon erzählen. Breitgesichtet! Boah, ich sehe keinen. Feind wird ja immer ignoriert. Ich dachte schon, ich wäre Wurmfutter. Nix Wurmfutter. Raus aus dem Traktor. Das ist super. Das Problem ist, wir haben noch nicht ausreichend Munition für das Richtige. Wow, den haben wir weggebombt. Dummerweise hat der uns mit zerfetzt. Also, Leben hängen. Tja. Das Problem, das wird uns nicht weiterhelfen, ja. Weil der Einzige, der uns retten kann, ist auch hinüber. Schön, dass du beschossen wirst. Vielleicht kommst du mich auch retten. Das wird hier nichts mehr werden. Wir werden. Ja, das ist schrecklich schlimm hier, weil wir sind gestorben. Jetzt schön, dass dem übel geht. Wir sind tot. Und der beschwert sich, dass es ihm übel geht. Tja, wo kommst du hier hin? Ja, okay, wir haben ein Prepper-Versteck gelootet als solches. Wollen wir gerade dabei das nächste so. Das lief super, super kacke. Also beim nächsten Mal geht's damit auch weiter. Der John hat hier leider wieder recht, wir sind dort. Das war unsere Lösung. Bis dahin, ich bin MacWurago und sag Servus und Ade.